Viva Viadukt, ein jährliches Fest rund um die größte Eisenbahnbrücke Europas. Nach dreijähriger Pause hat der Ort Altenbeken wieder zum Viva Viadukt gerufen. Pendelzüge zwischen Paderborn und der Festmeile sorgen für eine umweltfreundliche Anreise. Natürlich mit alten Fahrzeugen. 212 079 ist in Altenbeken angekommen. Im Baby Altenbeken gibt es diese Parade mit Lokomotiven aus der Bundesbahnzeit. Aufgestellt sind die Baureihen 4450 und Loks der Wirtschaftswunderzeit V200 und V200.1. Auch die V200 der Hamer Eisenbahnfreunde darf nicht fehlen. Die schmucke Lolo 216006 hat in Italien überlebt und gehört heute der Deutschen Privatbahn GmbH, kurz DP, mit Sitz in Altenbeken. Auch 280007 stammt aus Italien. Auch sie ist hervorragend restauriert und gehört ebenfalls der DP. Das Kürzel DP verrät es. Auch die Kleinlok ist hier zu Hause. 194, 158 ist seit einiger Zeit bei den Hamer Eisenbahnfreunden untergekommen. Eine Sonderfahrt von Fulda nach Altenbeken ist eingetroffen. Dem langen Zug nachgeholfen hat V110-19 der Ulmer Eisenbahnfreunde. Zuglok ist 023058 der Deutschen Bundesbahn. Sie ist seit 1976 im Bestand der Eurovapor in der Schweiz und wird jetzt in Deutschland von der Gruppe 23058 betreut. Die Baureihe 23 gehört zu den DB-Neubau-Lokomotiven. Sie wurde 1955 gebaut und nach nur 20 Jahren Betriebszeit im BW Crailsheim ausgemustert. Heute ist Würzburg Heimat der DB-23. Auch das DB-Museum hat sich am Fest mit E-Loks aus der Bundesbahnzeit beteiligt. 111001 und die Kastenzehner 115114. Die betriebsfähigen Maschinen stehen heute in Koblenz. Mit E03001 hat 1965 das Tempo 200 Zeitalter begonnen. Ein Mädchen für alles, die V100. Im alten Kleid E40 128. Es waren zwei gelungene Festtage mit viel Bahnnostalgie. Freuen wir uns auf Viva Viadukt 2024.